Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir spielen am Sonntag um 14 Uhr hier in der Arena gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern. Erwarten ca. 16.000 Fans, davon werden ca. 1.000 Unterstützer des FC Bayern dabei sein. Das letzte Spiel gegen die zweite vom FC Bayern ist schon ein bisschen was her. Damals gab es die deutsche Amateurmeisterschaft zu gewinnen, was wir dann mit einem 4:1 Sieg auch geschafft haben. Thorsten, erste Frage an dich. Was gibt's diesmal zu gewinnen? 3 Punkte, ne? aber dass das nicht ganz einfach wird, das zeigt einfach auch die Spielergebnisse der Bayern Amateure. Die haben gegen alle Top-Mannschaften, Ingolstadt, Magdeburg, Braunschweig, ich glaube, ich habe noch einen vergessen, aber gegen die haben sie alle gewonnen. Das heißt, dass sie da in diesen Spieltagen ja immer dann auch in der Lage sind, das Potenzial, was in diesen Zockern drinsteckt, eben dann auch abzurufen. Und für uns gilt es, dass wir dem Gegner eben auch immer wieder mit demselben Respekt begegnen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen spielen mit Ball wie ein Tabellenerster. Und gegen den Ball müssen wir spielen wie eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Nur dann ist die Möglichkeit auch groß, 3 Punkte zu holen. Und von daher brauchen wir gesunde Spieler. Dann komme ich zur Personalsituation. Lukas Böder ist wieder zurück ins Training, ist eingestiegen. Marvin Kompe hat gestern erste Gehversuche gemacht, wird aber fürs Wochenende noch kein Thema sein. Max Janssen fällt aus, dann die Langzeitverletzten noch, die immer auf der Rolle stehen hier bei uns. Wobei es da auch immer wieder Situationen gibt oder Rückmeldungen gibt, dass die Krankheitsverläufe und die Verletzungsverläufe so in der Reha, dass die da auf einem guten Level unterwegs sind, gerade bei Conor Krempicki. Also da diese Hoffnung, dass er im Trainingslager wieder einsteigt, die ist sehr groß. Vincent Vermey hat jetzt 2 Tage nicht trainieren können. Der hat auch so einen leichten Anflug gehabt, eine Erkältung. Den haben wir dann 2 Tage jetzt mal zu Hause gelassen. Er will jetzt heute wieder einsteigen. Also ich denke, dass wir auf ihn zählen können. Aber nochmal, auch da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich will erstmal warten, jetzt, wie er heute dann auch diese 2 Tage da verkraftet hat, wie er sich dann auch präsentiert. Wir haben noch 2 Einheiten, die wir jetzt nutzen wollen. Heute werden wir nochmal 11 gegen 11 spielen, auch 2 Jungs dabei. Diesmal von der U17, die eben den Kader so aufwerten, dass wir auch 11 gegen 11 spielen können, um da nochmal im taktischen Bereich ein bisschen was zu machen, beziehungsweise uns auf den Gegner vorzubereiten. Gibt's Fragen von eurer Seite zum Spiel? Ja, Thorsten, du hast ja schon gerade FC Bayern angesprochen. Ich glaube, die symbolisieren diese Liga am besten. Du hast angesprochen, die haben die von oben alle geschlagen und am vergangenen Wochenende verlieren sie zu Hause gegen den Tabellenletzten. Also eine Mannschaft, wo du nie weißt, wie du sie hast, obwohl man auch nie weiß, wer von unten dazukommt vielleicht noch. Die Profis spielen ja in Gladbach. Erwartest du da vielleicht sogar, dass kurzfristig da noch was rübergeschickt wird? Nee, glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tolisso oder wie sie alle heißen, dann hier aufschlagen wird. Cousins wird spielen, davon gehe ich stark aus. Achte eher darauf, wer vielleicht noch von den hochtalentierten Spielern aus U19 wie Zirkzee, Batista, Meier, ob da noch jemand mit aufschlägt. Aber wir wissen schon, dass es eine Mannschaft ist, die bei, wenn man ihnen die Lust gibt, eben Fußball spielen zu dürfen, dann haben sie ja auch eine ähnliche Spielweise wie wir. Dann können auch sie, wie wir, die Tormaschine anschmeißen. Das ist jetzt erstmal für uns wichtig, dass wir wieder die Tormaschine anschmeißen. Ne? Wir hatten in Halle viele Torchancen liegen lassen. Und das ist jetzt wichtig, ja? Wenn wir das Spiel gewinnen wollen, müssen wir gucken, dass wir, das, was ich gesagt habe, eben offensiv wieder so spielen, dass wir das, was wir jetzt haben, nämlich Tabellenerster zu sein, eben halt auch untermauern. Aber es war ja schon nach dem Spiel in Halle, glaube ich, von euch allen zu hören, von dir wie von der Mannschaft, wir holen uns die Punkte jetzt gegen Bayern zurück. Das hat ja schon gewurmt, dieser Niederlage
wo er einen Punkt verdient gehabt hätte, aufgrund auch der ganzen Umstände in der Verteidigung, dass man das Spiel so unglücklich verliert. Also dieser jetzt erst recht und Trotzeffekt, der war ja von euch sofort erkennbar, auch unter der Woche spürbar dann bei der Mannschaft, dass jetzt gegen Bayern die drei Punkte... Ja, das ist unabhängig, wie der Gegner jetzt heißt und nach einer Niederlage gilt es immer eben halt auch wieder dann sich die Bestätigung zu holen, dass man wieder Punkte holt. Und nach einer Niederlage möchte man immer das gleiche wettmachen. Und da war jetzt der Gegner letztendlich egal. Wir haben gesagt, das, was wir haben liegen lassen in Halle, das wollen wir uns dann beim nächsten Spiel wieder zurückholen. Und das hat man schon gespürt. Man hat auch gespürt, dass die Mannschaft bei allem Lob, ja, und ich glaube, das ist das Schlimmste, was es gibt, auch für mich als Trainer. Auf der einen Seite weiß man, man hat vieles richtig gemacht, aber eine Mannschaft zu loben und ohne Punkte dann nach Hause zu fahren, das macht auch keinen Spaß. Also von daher gehen wir alle, selbst sind wir da schon auch kritisch mit umgegangen. Kritisch in dem Fall, dass wir sagen, ja, nicht das Spiel kritisch, sondern einfach zu sehen, wie gehen wir damit um, dass wir Lob verdient haben, aber nichts dafür bekommen haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also muss die Gier, der Appetit da drauf sein, dass man Lob einheimst, klar, aber man will das eben untermauern mit den Punkten. Und diese Gier eben zu wecken, das war mir wichtig und relativ schnell wichtig, eben halt auch direkt nach dem Spiel dann auch den Jungs zu vermitteln. Wie wichtig ist es auch in dem letzten Heimspiel dieses Jahres mit dem Sieg? Ihr habt das Publikum ja verwöhnt, aber gerade die Fans auch nochmal mit einem Heimsieg aus dem Jahr rauszugehen? Das ist, ich glaube, wenn jetzt jede Mannschaft, die jetzt ihr letztes Spiel zu Hause hat, da wirst du wahrscheinlich immer dasselbe hören. Wir wollen die Fans glücklich machen am letzten Spieltag. Ich glaube, da wirst du von jedem Trainer dasselbe hören. Für uns ist wichtig, dass wir, wie gesagt, jetzt nach einer Niederlage wieder drei Punkte holen, dass wir uns bestätigen für eine gute Leistung in Halle. Bestätigen, dass wir das nochmals bestätigen. Auch die Jungs, die auf dem Platz waren, ja, wie ein Vincent Gembalis, der für mich in Halle quasi eine Reifeprüfung durchlebt hat und die mit Bravour gemeistert hat. Auch für ihn ist wichtig, eben daran eben anzuknüpfen, Konstanz zu zeigen. Und dann hoffen wir, dass wir eben hier das Heimspiel erstmal gewinnen. Danach sind noch zwei Spiele und ich glaube, da kannst du Fans auch glücklich machen, wenn du die auch gewinnst. Also von daher ist das jetzt die Aufgabe. Und die Heimspiele wollen wir so oder so immer gewinnen. Auf der einen Seite wollt ihr natürlich die Fans glücklich machen, aber Lukas Daschner hat im Rahmen der Autogrammstunde in einem WAZ-Interview auch gesagt, an der Wedau-Spielen, das fühlt sich manchmal trotz 14.000, 15.000 Fans an wie 28.000. Wie ist das bei dir? Wie ist dein Gefühl jetzt kurz vor dem Winter, vor dem letzten Spiel, vor der Winterpause, vor den eigenen Fans spielen? Teilst du dieses Gefühl so ein bisschen von Daschi? Also ich habe jetzt gehört 16.000. So. Ich habe gerade sozusagen Daschka zitiert. Ja, das ist schon klar. Wenn 15.000 da sind, fühlt es sich für ihn manchmal wie 28.000. Ja, letztes Mal gegen Viktoria Köln fand ich es schade, dass 11.000 da waren. Ne? Fand ich schade, auch wenn es Montagabend ist und so weiter und so fort. Für uns war es wichtig, dass wir was repräsentieren und dass eine Mannschaft da ist, die vermittelt, pass auf, alles das, was war, wollen wir wieder gut machen und wollen dadurch eben halt auch Fans wieder gewinnen. Wir hatten jetzt einen super Abend mit dem Fanclub Weihnachtsfeier, eine super Geschichte, eine super Idee, auch mit den Fans in Kontakt so zu kommen und mal aus der Nähe heraus so ein Gefühl zu bekommen. Ich glaube, und das merkt man, das hat man gegen Viktoria gemerkt, es gab diese Phase der Unruhe. Es gab die Phase dann, die Mannschaft ist mit der Unruhe gut umgegangen und es gab die extrem gute Phase, unsere Fans wirklich gepusht haben. Und dann dann kriegst du wirklich mit, was hier für eine Energie eben halt auch ausgestrahlt wird und wie hilfreich es ist, eben wenn wir alle zusammen anpacken, ein Spiel zu gewinnen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen
hakt im Spiel. Und dann fühlt sich das schon an, ja, dann können 11.000 dann auch sich anfühlen wie über 20.000. Trotzdem wäre es mir recht, dass wir den Schnitt nach oben ziehen. Ich glaube, das hat die Mannschaft irgendwo verdient und das hat der MSV verdient. Und ich glaube, dass der MSV viele Leute, viele Fans hat, die man immer noch generieren kann, die vielleicht auch aufgrund der vergangenen Jahre, da versuche ich immer auch mal in den Gesprächen herauszufiltern, warum und weshalb, aber die den Weg hierher finden sollen. Und daran müssen wir arbeiten, alle zusammen, wir auf dem Platz, dass wir Ergebnisse zeigen, auf der einen Seite, aber auch mit dem Auftreten, dass wir eben nicht, dass wir kein gewöhnlicher Verein sind, sondern dass wir ein Verein sind, eben, der sich vielleicht abhebt von vielen anderen, auch hier im Ruhrgebiet, eben weil er nahbar ist, weil man Jungs hat, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht das, was man vielleicht immer meint, der Fußballer ist unnahbar, kann man nicht mehr. Ich glaube, da müssen wir einfach auch dran ansetzen, damit wir noch mehr reinbekommen. Und das ist ein weiteres Ziel. Aber jetzt ist erstmal ein Ziel, dass wir gegen Bayern München die schwere Aufgabe, die angehen und da versuchen, eben die 3 Punkte zu holen. Ihn hat ja im Spiel in Halle durch einen Akt der Selbstsucht das fast sichere 1:0 verbaselt, sage ich mal freundlich. Wie spricht man mit so einem Spieler nach so einer Aktion? Vor allen Dingen spricht man vor versammelter Mannschaft mit ihm darüber, weil das eine Mannschaftsgeschichte, eine Teamgeschichte. Man ist schnell dabei, dann in dieser Situation zu sagen, das ist Egoismus pur und ein egoistisches Verhalten. Ein Stück weit ist Egoismus drin, aber ich glaube, angetrieben davon, dass man aufgrund der Tatsache, dass man weniger gespielt hat, aufgrund von Verletzungen und dann eben, dass andere Spieler davor waren, gibt es oft im Offensivbereich dann Spieler, die diesen Moment halt dann auch nutzen wollen, um sich dann wieder zu präsentieren, um sich zu zeigen und zum Trainer zu sagen, pass auf, hey, ich bin da, ich habe ein Tor gemacht. Und dann gibt es eben so Übersprungshandlungen, wo man dann in diesem ganzen Denken dann vielleicht besser postierte übersieht. Wenn wir ihn reingemacht hätten, würde man wahrscheinlich nicht drüber sprechen, wenn wir sagen, okay, er hat es gemacht, aber wir waren uns alle einig, es wäre besser gewesen, den ersten Kontakt quer zu legen, wäre vielleicht der bessere Moment gewesen, ohne zu wissen, ob er ihn reinmacht. Interessant war, wir sind auf dem Nachhauseweg und haben dann Bayern geguckt gegen Leverkusen und Gnabry läuft im 3-1 auf den Torhüter drauf zu und trifft die Entscheidung, links zu spielen. Ich glaube auf, weiß nicht mehr wer es war, aber rechts war Müller komplett frei und er hat die Entscheidung getroffen abzuspielen und Bender grätscht den Ball nochmal weg und das sieht man halt auch. Die Entscheidung, die man trifft, manchmal richtig, manchmal weniger richtig. Aber dort war es mir wichtig, eben vor versammelter Mannschaft zu sagen, dass wenn man mal im Hintergrund ist oder nicht ganz so im Schaufenster ist wie andere Spieler jetzt, dass man nicht den Fehler machen darf, so Übersprungshandlungen zu haben und in dem Vermeintlichen alles gut machen zu wollen, dann diese Entscheidung dann trifft, die man dort getroffen hat, sondern man muss immer halt auch sehen, oft ist es wertvoller, einen Mitspieler einzusetzen, den Punkt zu sammeln und dann zu gewinnen. Aber was auch wichtig ist, wir dürfen ihn nicht verteufeln für die Situation, sondern wir sind ein junger Spieler immer noch und ich finde halt auch immer noch, er ist ein Eigengewächs. Ne? Ich meine, das ist bei aller Liebe, es ist, alle wollen sie Spieler aus dem eigenen Nachwuchs haben und jetzt haben wir hier welche da, trotzdem müssen sie auch lernen, aber verteufeln dürfen wir auch nicht und das war mir auch wichtig, ihm das auch mitzugeben. Gilt da nicht auch, was Otto Rehhagel mal über Spieler gesagt hat, es gibt nicht alt oder junge, sondern nur gute oder schlechte, also spielt Herkunft nicht eigentlich eine untergeordnete Rolle im Vergleich dazu, dass man das Ziel hat, um also in die zweite Liga aufzusteigen, weil sie das so betonen. Verteufeln finde ich jetzt auch, ist ja nicht notwendig, aber es ist natürlich trotzdem, werden sie sich geärgert haben, würde ich annehmen. Ja, ich habe mich geärgert, dass er nicht reingemacht hat. Ich habe mich auch geärgert, dass der Pfosten beim Stoppel im Weg stand.
mich auch geärgert, dass der Vincent Vermey eine klare Torchance nach dem Eckball, dass er da nicht mehr Druck dahinter bekommt. Wir wissen es nicht, ob derjenige, der ihn quer, ob er ihn reingemacht hätte. Wir wissen es nicht, Herr Kiewicz. Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Wenn er ihn querlegt und derjenige, der ein Final reinmachen kann, schießt auf einmal am Tor vorbei. Was sind wir dankbar? Um Himmels Willen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Davon abgesehen, dass er in der Mitte wohl geschuppelt hat, wie es um dahinter noch in Duisburg auf frei war. Also die Szene hat mich auch sehr aufgeregt, weil es war nicht das erste Mal von Arne. Oh na, das ist Müsste ich jetzt nachgucken und nachlesen. Aber da bitte, also bei aller Liebe, also ich mache jetzt kein Fass auf, hier einen Ahmed Engin an die Wand zu nageln, weil er in Chemnitz schießt ein Tor, hier gegen Tor in Köln macht er ein super Spiel, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also von daher, er hat jetzt eine Entscheidung getroffen, um Himmels Willen, da haben wir uns geärgert, dass er nicht querlegt und wir wissen nicht, ob der, wenn er ihn querlegt, ob er den reinmacht, das sind die anderen Dinge. Aber ich mache jetzt keinen Fass auf und sage, hey, Ahmed Engin, um Himmels Willen. Was ich nur sagen möchte ist, ich finde es immer noch so, manchmal habe ich das Gefühl, dass man die Herkunft, was Sie jetzt sagen, Herr Kiewicz, ist klar, es spielt keine Rolle, es gibt keinen Jung oder Alt, aber trotzdem gibt es für mich Eigengewächse. Und jeder Club hat immer den Traum davon und wenn ich den MSV auch verfolge und der hat eine große Tradition, was Spiele aus dem eigenen Nachwuchs angeht, lächst danach, eigene Jugendspieler bei sich im Stadion spielen zu sehen. Und Ahmed gehört eben halt auch dazu. Und deswegen finde ich halt auch, ist das keine Entschuldigung, aber für das Wissen, dass da eben ein Spieler ist, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, will ich nicht sagen, dass man immer dann in Watte packt, aber sollte man nicht vergessen, dass wir eben einen haben, der schon auch Qualität hat. Und aber auch mal vom Einzelfall wegzugehen, es war ja das erste Mal ohne eigenes Tor, also dass man sie, es war ja die ganze Saison schon häufiger mal so, dass aus den vielen Chancen relativ wenig Tore gemacht wurde. Wenn man dann trotzdem 3-0 gewonnen hat, war das natürlich nicht weiter schlimm. Und jetzt das erste Mal, dass man ein Spiel verloren hat, weil eben aus keiner Chance was gemacht wurde. Macht das nochmal was mit der Mannschaft oder baut das? Nee, also das, für mich ist wichtig, dass die Chancen erspielt werden, dass wir in jedem Spiel auch unsere Chancen und die Tore, die wir geschossen haben, auch nicht irgendwo glücklich zustande gekommen ist, sondern dass auch die Chance als Stoppel dann gegen den Pfosten schießt, das ist mit klaren Mustern herausgespielt. Und danach weiterzumachen, neue Chancen zu erspielen gegen eine abwehrstarke Mannschaft, haben wir auch nicht zu vergessen, das zeugt und soll eher Stärke mitbringen. Und nochmal, und das Spiel in Halle war im Nachgang auch mit der Personalsituation. Trotzdem ist es ja so, ich spreche von einer Personalsituation, die dezimiert ist, aber trotzdem traue ich den Jungs und Arne Sieger zu, eben auf der Innenverteidigung zu spielen und den Cepanik hinten links zu spielen. Das soll schon Stärke eben halt auch geben, dass man weiß, okay, selbst in so einer Situation, selbst wenn das Personalpuzzle vielleicht noch überschaubarer wird, sind wir in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Und das soll erstmal Kraft und Stärke bringen. Auf der anderen Seite nochmal, es gibt nichts Schlimmeres, wegzugehen. Es gibt viele Trainer, die haben ihre Mannschaften schon 5-6 Mal hintereinander immer wieder nach Hause geschickt. Die können nichts mit Lob anfangen, wir holen keine Punkte. Es gibt nichts Schlimmeres als so ein Spiel. Davor haben wir haben eine Woche vorher eine PK gehabt, da ging es um Glück und so. Und jetzt haben wir es eh mal nicht gehabt. Aber auch weshalb? Weil man anerkennen muss, dass einer an dem Tag eben jetzt mit Terence Boyd einen wunderbaren Ablauf eines sensationellen Schusses hatte. Annahme direkt genommen, das muss man auch anerkennen. Und deswegen hast du eben halt dort mal verloren. Aber der Gesamteindruck war eben einer, der sagt, okay, wir haben uns stabil gezeigt und haben gegen eine Mannschaft gespielt, die schon auch von mir, nicht nur einfach nur dahergesagt, zu den Top-Favoriten gehört. Und wir haben uns mehr als ordentlich präsentiert. Aber wir haben keine Punkte geholt. Und das ärgert einen, deswegen hat man gesagt, relativ schnell abhaken. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir gegen den nächsten Gegner dann diese Punkte holen.
die wir dort haben liegen lassen. Aber es macht nichts mit der Mannschaft. Ja, dass man sagt, ey, jetzt harden wir, weil. Ne? Ich glaube, schlimmer ist, wenn du gar kein Gefühl hättest, Torchancen zu generieren. Wenn du alles irgendwie auf Zufall basieren würde und selbst der Zufall klappt auf einmal nicht mehr, dann fangen wir richtig an zu harden. Aber das wollen wir nicht und werden es auch nicht tun. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich verstanden habt, aber einfach akustisch. Haben Sie Zocker über die Mannschaft von Bayern gesagt? Zocker in dem Sinn, wenn die... Ja, das sind in dem Fall sind es Schnicker. Ja, ich meine, ob das Dashaku, Singh, Fried, Cousins, das sind schon gute Jungs. Ne? Die sind nicht, ich habe es ja irgendwo gelesen, Karl-Heinz Rummenigge hat ja seine Top-Talente genannt für die nähere Zukunft und das sind die, die wir jetzt am Sonntag sehen werden. Also die lächeln auch danach, aus dem eigenen Nachwuchs des Spielers, um wieder zu sehen. Ja, es entwickelt sich ja auch gut jetzt beim MSV. Wenn man Vincent Kembales jetzt mit dazu rechnet, das wird ja dann lustig, wenn er mit Herrn Compeer um den Platz im Team kämpft, oder? Ne, wenn er sich so zeigt, dann ist Leistung das oberste Gebot. Und trotzdem wird es lustig, ja. Trotzdem wird es lustig, wenn sie drum kämpfen. Naja gut, aber Sie haben ja, Herr Compeer spielt ja nicht nur eine Rolle als auf dem Platz, sondern er ist ja auch als Führungsfigur mit dem Team. Und ich habe, glaube ich, bei einem der Spiele, wo er mit vom Platz runtergegangen ist und Herrn Gembales zur Seite genommen hat und mit ihm gesprochen hat und so ein bisschen ihn geführt hat, also ist ja schon so, er ist ja mehr als nur jemand, der ein Trikot trägt. Definitiv. Auf und außerhalb des Platzes. Gibt es weitere Zockerfragen, Schnackerfragen, Schnickerfragen? Wenn es nicht der Fall ist, dann wünschen wir euch frohes Schaffen und wir sehen uns dann am Sonntag hier wieder an gleicher Stelle. Danke euch.